Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. Wir sind soweit. Du gehst also wirklich zu Ray Kenny? Unglaublich, dass wir ihn gefunden haben. Haben wir leider nicht. Sind aber nah dran. Vielleicht hilft er uns ja auch gar nicht. Wenn er diese Daten entschlüsselt, gibt er seine Tarnung auf. Der Typ war ein Whistleblower. Sagtest du nicht, es gäbe Material über Blumen? Es gibt Material zu allem und jedem. Ich glaube, ein radikaler Blumengegner kann da nicht widerstehen. Wenn du Ray findest, was kannst du ihm anbieten? Wir wissen, was passiert, wenn wir graben. Wenn er uns bei der Entschlüsselung hilft, ist er enttarnt. Ich finde, was es gibt. Ein Grund für seinen Abschluss. Ja. Er legte sich mit Blumen an. Hat alles veröffentlicht. Damit kann ich arbeiten. Willst du ihm etwa drohen? Nein. Whistleblower wollen Gerechtigkeit. Vielleicht wartet er nur auf eine Gelegenheit. Ich kann ihm eine bieten. Und die bieten wir Ihnen. Herzlich willkommen zu Watch Dogs. Da sind wir wieder unterwegs beim üblichen Stützpunkt gestartet. Und wo geht's jetzt hier lang? Hier. Wir machen uns auf den Weg zu diesem Whistleblower. Wollten wir beim letzten Mal schon machen. Dann war aber keine Ahnung, was da los war. Wahrscheinlich hat die Zeit nicht hingehauen. Hallo Partner. Ich habe gerade mit Nikki geredet. Freches Mädchen. Fass sie an und ich breche dir das Genick. Ihr seid wirklich Geschwister. Sie ist auch so ein Hitzkopf wie du. Warum rufst du an? Sie hat gefragt, ob du sie abholen kommst. Und ich sagte, ich frage nach. Ich habe jemanden, der die Daten entschlüsseln kann. Ich bin ganz Ohr. Er heißt Raymond Kenny, ehemaliger CTO-Essen. Er ist in Pawnee. Ich fahre gerade hin. Na, das sind Neuigkeiten. Aber ich muss leider mein Veto einlegen. Welches Veto? Es ist seine Verschlüsselung. Aber Raymond Kenny ist auch ein Whistleblower. Er wird die schönen Daten nehmen und an die gottverdammte Presse weiterleiten. Und was sind Geheimnisse, die in den Nachrichten erscheinen? Wertlos. Ich warne dich. Finde einen anderen Weg. Es gibt keinen anderen. Ich soll das erledigen, also halte ich raus. Lass mich machen. Damien klang besorgt. Er will an das Erpressermaterial. Was spielt er für ein Spiel? Wie lautet sein Plan? Okay, das darf mich nicht ablenken. Kenny ist die Antwort. Er wird mir bei der Entschlüsselung helfen. Und ich bringe Nikki in Sicherheit. Keine Ahnung, was das ist. Ich dachte gerade, das sind unsere Missionen, aber da kann man später auch nochmal gucken. Aber wir gehen erstmal zur Mission. Ich möchte echt gern die Hauptquest absolvieren. Ich weiß nicht. Ich muss sagen, die Nebenquests bei diesem Spiel fesseln mich nicht so. Weil man hat ja das Gefühl bei diesem Spiel irgendwie, dass man komplett den Bezug zur Story verliert. Oh, ich dachte schon, da falle ich jetzt durch, das wäre nicht so doll gewesen. Was im Gegenschluss halt dazu führt, dass man gerne die Hauptquest weiterspielen möchte, um einfach dran zu bleiben an dem, was man spielt. Ich spiele schon wieder mit der Maus, merke ich. Ich darf die Maus nicht anfassen. Auf dieser kleinen, bescheidenen Insel also. Ich brauche Netzwerkzugang. Ich hacke das Pawnee-Kontrollzentrum. Dann kann's losgehen. Ach, das soll das Kontrollzentrum sein. Naja, gut. Wenn das ein Kontrollzentrum ist, dann bin ich Hacker. Alles klar. Wie wär's mit ein wenig... mehr Gewalt dieses Mal. So. Ich hab hier nichts, ich geh nach da drüben. Oh, oh! Du hast dich heute mit dem Falschen angelegt. Hab ich, meinst du? Wirf eine Granate! Och nö.
Oh, das war der Richtige. Lustig. So. Wir haben überall Augen und Ohren. Ist gut, Schäfchen. Renn du nur. Das Spiel. Lass die nicht entkommen. Hier kommt hier keiner zu Hilfe. Nicht persönlich, das weißt du ja. Ach so? Ich habe eine Möglichkeit. Gut, dass du es mir sagst. Wie komme ich da lang? Dann komm her. Pass auf, ich gebe Deckung. Nimm ne Granate. Ja. Ah, wie ich daneben geschossen hab. Okay. So, nachladen. So, den zerlegt. Und da oben ist noch einer. Oh mein Gott, hat der eine Rüstung, Alter. Okay, sehr schön. Dann wollen wir mal schauen, wo es hier noch hingeht. Einer ist noch da, keine Ahnung, wo der ist. Irgendwo da hinten. Der Rest scheint tot zu sein, die scheinen alle vorgerückt zu sein. Das ist sehr gut. Sehr schön.
schau mir den Film mal kurz an, was da so kommt. Na krass. 12, 5. Okay, das ist gut, aber... Okay, okay. Na gut, okay, das war jetzt auch nicht so spannend. Ich hab's das jetzt doch schon gehackt, okay. Na, wo bist du? Sehr schön. So viel dazu. Kenway. Kenny-Signal entdeckt. Nun zurück zu dir, Kenny. Ja, ich glaube, wir müssen das wieder auf die Straße hoch. Da steht unser Auto auch noch. Cool, wir haben Boot natürlich, aber die sind alle abgedeckt hier. Schade. Ah, gucke da. Mir hätte gedacht, dass hier doch noch ein Boot steht. La 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 la. Ich habe auch einen Tee gemacht für die Aufnahme. So ein wunderschöner Zitronentee. So. Ich trinke mal einen Schluck, wenn ich mich in Richtung Boot begebe. So, und los geht's. Sollten sogar gleich da sein, das ist genau am Ufer. Beim Booten meinst du? Beim Booten. Haha, ich boote. Weil ich ein Boot habe, verstehst du? Witzig. Boah. Okay, lassen wir das. Hoffnung ist ein Trauerspiel, das klingt schon mal nicht gut. Wenn ich den Typen aufhalten will, muss ich ihn schnell entdecken. Bleib besser weg, Junge. Was? Vorne. Limonade und Apfelkuchen. Das mit dem Kleinstadtcharme ist Bullshit. Nur Leute, die aus der Stadt fliehen, um sich hier zu verstecken. Ich kam ab und zu mit Jax und Lina her, um zu angeln. Wir haben nie etwas gefangen. Aber das war ihnen egal. Ein paar meiner schönsten Erinnerungen stammen von hier. Und meine schlimmsten. Rays letztes Signal kam aus dem Yachthafen. Es ist nicht sicher, dass er dort ist, aber ein Anhaltspunkt. Das war schlampig, Pierce. Konzentrier dich. Okay. Irgendjemand muss doch hier den Reset-Code empfangen haben.
Wer von euch hat den Code, hä? Arschloch. Was ist das? Okay. Ich habe mir schon gedacht, dass das CTUS irgendwann nochmal die Macht über... das mit der Macht übertreibt.